Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird es ein Get Ready With Me zum Oktoberfest. Ich nehme euch quasi einmal mit und möchte das Make-up, die Haare und die einmal das Dirndl präsentieren, was ich mir dazu gedacht habe und wo ich das Dirndl her habe, wieso es so günstig war, beziehungsweise wo man generell Dirndl recht günstig herbekommt. Und ich will auch gar nicht lange sprechen, wir legen schon mit dem Make-up los. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich komplett ungeschminkt und meine Haut glänzt momentan ein kleines bisschen. Das liegt daran, dass ich gerade Feuchtigkeitscreme aufgetan habe und dann wollen wir auch gleich direkt mit dem Make-up erst starten. Und damit mir das Ganze nicht ins Gesicht fliegt, nehme ich hier einfach einen ganz normalen Haarreifen und dann legen wir auch gleich los. Als Foundation nutze ich die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice in der Farbe 20 und ich glaube, sie ist mir immer noch ein kleines bisschen zu dunkel und es lässt sich gut auftragen und hat auch eine hohe Deckkraft, ohne sehr maskenhaft auszusehen und deswegen finde ich die wirklich gut, nur das einzige Ärgerliche ist halt wirklich, dass es extrem nachdunkelt. Und zum Einarbeiten benutze ich einen Pinsel von Real Techniques. Ich benutze einen Pinsel lieber in dem Falle als ein Schwämmchen oder die Finger, weil ich finde, dass es nicht ganz ordentlich wird bei der Foundation und beim Make-up einnimmt das ganz schön viel weg und deshalb finde ich das so besser. Und ich habe offensichtlich zu viel genommen. Weil ich jetzt ein kleines bisschen viel genommen habe, ich finde, es lässt sich immer schlecht einschätzen, wie viel man nehmen soll, arbeite ich jetzt quasi mit dem Make-up-Ei nach, aber normalerweise nutze ich das eigentlich nicht hier mit der Foundation. Den Hals nicht vergessen, weil es sonst Flecken gibt und Ränder und die sind nicht so schön. Schön, ja, jetzt gerade wahrscheinlich die Kamera gesehen. Ja, und das ist quasi die Foundation aufgetragen. Ich benutze jetzt noch ein kleines bisschen Concealer für die Augenpartien und an der Nase und vielleicht so ein kleines bisschen die Pickel abzudecken. Dann nehme ich den von Rimmel, den Match Perfection. Den gibt es leider hier in Deutschland nicht, außer ihr kauft den in der, im Onlineshop sozusagen. Der ist in der Farbe 10. Ich glaube, das ist auch der hellste, aber ich finde den als Concealer echt richtig gut. Foundation und Concealer sind drauf, jetzt lege ich noch eine ganz dünne Schicht Puder drauf. Dafür habe ich auch von Rimmel den Stay Matte. Den finde ich ganz gut, wenn man nicht ganz so viel Puder benötigt. Und bei dieser Foundation ist es so, dass sie von sich aus sehr matt ist. Und deswegen braucht man eigentlich fast gar kein Puder. Da ich aber im Laufe des Abends nicht wirklich glänzen möchte, benutze ich ein kleines bisschen Puder drüber. Das ist übrigens immer meine Routine. Also ich starte immer zuerst mit der Foundation, dann mit dem Concealer, dann mit dem Puder. Dann kümmere ich mich ums leichte Highlighten und Konturieren. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache aber nur die Wangenknochen, weil ich das sonst ein kleines bisschen viel finde, bei mir zumindest. Und dafür nehme ich den Ton hier. Moment, Sculpt. Also der ist auch tatsächlich zum Konturieren gedacht. Und ich finde die wirklich gut, weil der sehr aschig ist und es ist nicht so Bronzefarben. Das wollen wir jetzt mal machen. Der Teil ist jetzt auch fertig und benutze jetzt noch ein Rouge. Da finde ich dieses Dreier-Set von P2 wirklich toll und ich wäre ein großer Fan davon, wenn P2 den Highlighter so rausbringen würde, aber ich habe den, glaube ich, noch nicht gesehen und ja, deswegen gibt es immer dieses Dreier-Set. Jetzt mache ich die Lidschattenbase drauf und das ist von Catrice, die Prime & Fine. Die trage ich zuerst aufs Augenlid auf und arbeite die dann ein und kümmere mich dann um die Augenbrauen, damit das ordentlich einzieht und man danach ganz gut verblenden kann. Oh, ich sehe, mein Akku blinkt. Vielleicht sollte ich mal eben kurz den Akku tauschen. Kleinen Moment. So. Wir haben wieder Saft. Also wir sind bei den Augenbrauen stehen geblieben und da benutze ich von P2 den Perfect Brow Pomade. Oben ist schon ein kleiner Pinsel mit bei und das ist eigentlich ganz praktisch und es hält wirklich super lange. Also für so einen Abend wirklich gut geeignet. So, das ist also die erste Augenbraue und jetzt machen wir auch noch die zweite. Bei den Augen trage ich jetzt erstmal so ein leichtes Nude Make-up auf. Ich benutze dafür einmal die Naked Basics 2 und
ja, wie gesagt, erstmal so ein Nude-Make-up und arbeite dann noch so ein kleines bisschen Lila ein. Ich möchte aber den Fokus auf dunklere Lippen legen, deswegen wirklich nur oben ganz leicht. Also ich nehme jetzt den Skimton, das ist der hellste Ton von der ganzen Palette, und trage ihn ganz normal auf das Lid auf. Und nehme den Ton Primal und Frisk, mische beide zusammen, also quasi einmal so. Und dann geht es schon in die Lidfalte. Und was ich jetzt ganz neu für mich entdeckt habe, was ich persönlich bei mir ein kleines bisschen schöner finde, ist, wenn ich den Lidstrich quasi mit Lidschatten ziehe. Ich weiß nicht, wo der Pinsel hin ist. Jetzt trage ich das Puder nochmal unterhalb der Wasserlinie auf und da nehme ich dafür den Ton heller, also Primal. So, jetzt setze ich noch kleine Highlights im Augen-Make-up. Das mache ich mit dem hellsten Ton der NYX Lidschattenpalette und arbeite den quasi so ganz leicht ein. Für so ein kleines bisschen Lila-Farbe benutze ich jetzt von Makeup Revolution eine Palette, die nennt sich Redemption Palette Romantic Smoked. Da gibt es einige Lila-Töne und da nehme ich quasi den hellsten Lila-Ton und mische beide und nehme nur ein ganz kleines bisschen aufs Augenlid von und dann wird noch einmal verblendet. Und dann sind die Augen soweit fertig. Wimperntuschel, dann nutze ich die Prada Volume von Catrice, die liebe ich einfach, weil sie richtig, richtig schöne Wimpern macht. Die kann ich nur weiterempfehlen, aber auch die ist bei uns ständig ausverkauft. Das gibt's einfach nicht. So, jetzt fehlen ja nur noch die Lippen und da habe ich ja schon gesagt, damit die es ein kleines bisschen dunkler werden lassen. Dafür nehme ich zwei Lippenstifte, einmal einen helleren. Also wenn ihr die Lippen eher schlichter halten wollt, dann könnt ihr es auch bei der Farbe belassen, die finde ich auch wirklich schön. Und jetzt wollen wir das Ganze noch ein kleines bisschen dunkler machen, damit ich mal gespannt, wie das wird. So, das ist der fertige Make-up-Look. Ich finde ihn wirklich schön und dass die Lippen auch so ein kleines bisschen dunkler ist, finde ich wirklich klasse. Und ja, dadurch, dass man oben nicht ganz so viel hat, finde ich, kann man auch immer unten ein kleines bisschen mehr machen. Mein Freund ist persönlich nicht ganz so ein Fan von dunklen Lippenstiften, deswegen habe ich das Ganze jetzt so ein kleines bisschen heller gemacht. Und ja, ich finde den Look wirklich toll und wir gehen jetzt einfach mal schnell zu den Haaren über. Also für die Frisur braucht ihr einen Lockenstab. Ein Glockenstab, das ist natürlich ein Glätteisen, ich weiß nicht, wo ich gerade mit meinen Gedanken gewesen bin. Also für die Frisur braucht ihr ein Glätteisen und ich persönlich brauche das, Moment. Und zwar nehme ich dafür Extensions. Die sind sehr, sehr dünn. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die deutlich dicker sind, auch ein kleines bisschen schöner. Deswegen nehme ich zwei. Hier ist eine noch nicht ganz fertige. Ihr könnt dafür auch diese Haarbänder nehmen, die man im Laden kaufen kann, die dann schon direkt vorgeflochten sind. Die sind relativ dick. Ich habe bislang aber immer das Problem gehabt, dass man bei braunen Haaren generell immer entweder nur so ein dunkelbraun kriegt oder so ein rotbraun und ich habe beides nicht. Deswegen hatte ich irgendwann mal auch, weil ich Extensions da liegen hatte, die aber eigentlich sehr dünn waren, einfach welche zugeflochten. Ja, wenn man allerdings die Dicke und auch die Länge in den Haaren hat, kann man das auch mit den eigenen Haaren machen. Aber da ich das momentan nicht habe, muss ich ein kleines bisschen faken. Für die Frisur benötigt ihr außerdem noch einen Toupierkamm und ein paar Bobbypins. Und dann legen wir auch los. Erstmal die Haare durchkämmen. Und dann werde ich jetzt den unteren Bereich meiner Haare einmal komplett durchlocken. Also wie ihr sehen könnt, habe ich die jetzt hier unten gelockt und werde jetzt einmal ein bisschen antupieren. So, also die Frisur sieht leicht stürmisch gerade aus, allerdings habe ich es wirklich nur ganz leicht antupiert, so dass es so ein bisschen ja, voluminöser aussieht. Und jetzt nehmen wir diese zwei Strähnen und die erste Strähne befestige ich einmal relativ weit hinterm Ohr. Klippe sie fest und dann lege ich sie einmal rüber. Und dann wird sie mit Bobbypins festgemacht. So. Und dann könnt ihr mit dem zweiten Ding hier gleich die andere nochmal fixieren, dass das wirklich auch bombenfest hält.
So, also das ist mein fertiger Oktoberfest-Look. Einmal das Make-up und einmal die Frisur. Ich finde die Frisur auch wirklich toll. Einfach mal so ein kleines bisschen bayerisch mit drin ist, dadurch, dass man hier oben geflochten hat. Nichtsdestotrotz hat man unten Locken und je längere Haare man hat, desto schöner sieht natürlich die Frisur aus, finde ich. Aber ich denke, so ist es auch nicht schlecht. Man hat das Gesicht frei und man sieht auch schöne Ohrringe, wie ich finde, weil meistens hat man ja so tolle Accessoires beim Oktoberfest-Look, dass man die auch zeigen möchte und wenn man die Haare komplett nur offen hat oder nur Locken. Und das kann man vorflechten und es hält wirklich lange. Ihr könnt das Ganze mit Haarspray fixieren und habt wirklich eine schöne Frisur den ganzen Abend über. Es fällt nicht zusammen, nichts auseinander und richtig cool. So, ich wollte euch ja nochmal kurz was zum Dirndl selbst sagen und das habe ich auf eBay ersteigert und das hat sage und schreibe damals knappe 40 Euro gekostet und ich finde es einfach so, so wundervoll und ich hatte am Anfang ein kleines bisschen Angst, ob es wirklich pünktlich kommt, weil es aus der Türkei kommen sollte und ob es wirklich schön aussieht, aber wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bin ich da ein bisschen experimentierfreundlich und dann habe ich mir das bestellt und es ist wirklich super schnell angekommen und es besteht aus 3 Teilen und sieht so aus. Ihr habt es ja im Vorschau-Video quasi schon gesehen. So. Ja, ist eigentlich wirklich gut verarbeitet. Hat so einen relativ festen Stoff. Ist mit lila, mit einer lila glänzenden Schürze. Und dazu kommt natürlich ganz traditionsgemäß noch eine Bluse dazu. Wie gesagt, ich habe knappe 40 Euro dafür bezahlt. Und wenn man überlegt, was Dirndl so im Laden kosten, mit 100 Euro geht es dann los und dann ist es eigentlich eines der günstigeren, ist das wirklich ein super Schnäppchen. Und ich habe letztens nachgeguckt und man kann es tatsächlich immer noch kaufen. Und es ist, glaube ich, sogar noch günstiger geworden. Ich weiß nicht, ob es momentan immer noch so ist, weil ja momentan die Oktoberfestphase ist. Falls ich das Dirndl nochmal finden sollte, verlinke ich euch das hier unten in der Infobox. Und ihr könnt dann gerne mal reingucken. Wie gesagt, ich finde es traumhaft schön. Es ist mal was anderes als dieses Karo-Muster. Natürlich ist es jetzt nicht so eine 1A-Dirndl-Qualität wie bei einem 300-Euro-Dirndl. Aber es kann durchaus mit denen für 100 und 120 Euro mithalten. Und deshalb, ich finde es wirklich richtig schön. Und wenn ihr das auch gerne haben möchtet, könnt ihr ja mal in der Infobox gucken, ob ich das nochmal finde. Ansonsten kann ich eBay wirklich als Dirndl-Kaufoption sozusagen nur empfehlen. Die Kleider sind wirklich sehr günstig. In der Regel habt ihr es auch so, wenn die aus Deutschland kommen, könnt ihr die problemlos wieder zurückschicken, falls es nicht passen sollte. Und wie gesagt, die Qualität ist wirklich nicht schlecht. Und es sieht ganz schön aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und auch über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß auf dem Oktoberfest und eine Mordsgaudi, wie man so schön sagt. Und bis zum nächsten Mal.